Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ja, eigentlich hatte ich heute gar nicht vor zu filmen. Es ist jetzt mittlerweile auch schon 12 Uhr und ich komme gerade von meiner Hebamme. Und ihr könnt es vielleicht schon sehen, es ist mega am Schneien heute, seit heute Nacht eigentlich, gestern auch schon. Dann hat es aufgehört, dann war es am Abend der ganze Schnee weg und seit heute Nacht hat es wieder richtig angefangen zu schneien. Und die Belgier kennen keinen Schnee und deswegen haben die nichts freigeräumt hier auf den Straßen. Normalerweise fahre ich so 20, 25 Minuten zu meiner Hebamme. Jetzt habe ich eine Stunde hingebraucht und anderthalb Stunden zurück, weil hier echt wirklich gar nichts freigeräumt ist. Kein Mensch hier in Belgien hat, glaube ich, Winterreifen drauf. Ich glaube, ich bin die Einzige, die Winterreifen drauf hat. Auch ganz neue jetzt gerade seit letzter Woche. Deswegen ist es ganz gut. Wir sind auf der Autobahn mit 30 km/h gefahren und ich hatte eigentlich heute zwei Termine. Einen Hebammentermin, den habe ich ja schon gehabt. Und dann habe ich eigentlich um 3 Uhr einen Frauenarzttermin. Aber ich werde den absagen müssen, weil es echt überhaupt kein Durchkommen ist. Und es soll noch die ganze Zeit so weiter schneien bis heute Nacht. Und die Straßen werden nicht besser. Und mein Freund hat mich inständig gebeten, um den Termin abzusagen. Deswegen werde ich da gleich mal anrufen. Und deswegen habe ich mir gedacht, dass ich heute einen Vlog drehe. Denn da ich heute Nachmittag nicht mehr los muss, weiß ich noch nicht ganz genau, was ich machen werde. Ich glaube, ich werde das Haus ein bisschen aufräumen, denn das ist wieder dringend nötig. Denn am Wochenende haben wir so gut wie gar nichts gemacht. Gestern waren wir mit meiner Nichte draußen im Schneespielen, haben einen Schneemann und eine Schneerutsche gebaut. Das war ganz toll. Aber ansonsten haben wir wirklich nur faul auf dem Sofa gelegen. Deswegen ist der Haushalt so ein bisschen liegen geblieben und muss heute noch gemacht werden. Und deswegen laufe ich mal zum Haus. Hoffe, dass ich nicht ganz nass werde vom Schnee. Denn ich habe meinen Parker an, aber der geht nicht zu. Ich hatte gestern eine Jacke von meinem Freund an, als wir draußen waren. Aber die sieht so bollerig aus. Deswegen habe ich die jetzt nicht fürs Autofahren angezogen. Aber wenn ich wirklich rausgehen würde, dann müsste ich eine Jacke von meinem Freund wieder anziehen. Mal schauen. Und dann schauen wir mal, was heute noch so passiert. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Vlog. Ich bin jetzt wieder zu Hause angekommen. Und ich bin heute übrigens in die 37. Schwangerschaftswoche gerutscht. Also ich bin jetzt genau bei 36 plus 0. Und ich kann euch ja mal meinen Babybauch zeigen. Ich stehe gerade vor dem großen Spiegel, das passt ganz gut. Ich habe ein T-Shirt, das war mir am Anfang ein bisschen zu groß oder passte sehr gut. Mittlerweile wird es ein kleines bisschen kurz, deswegen habe ich hier so ein langes Top, was übrigens nicht kein Schwangerschaftstop ist, drunter gezogen. Aber ja, so schaut das Ganze jetzt aus. Also es wird echt eine Riesenkugel. Ja, ich zeige euch mal, hier liegt noch ein bisschen Wäsche. Die habe ich vorhin schon ein bisschen gefaltet. Muss ich noch ein bisschen sortieren und dann nach oben bringen und einsortieren. Hier habe ich einfach gerade eben meine Jacke drüber gehangen, über den Kinderwagen. Denn die war noch komplett nass oder ist noch komplett nass. Hier liegt übrigens immer noch unsere Isofix-Station für den Autositz. Den wollten wir eigentlich jetzt am Wochenende einbauen, sind wir irgendwie nicht zugekommen. Wir werden es jetzt im Laufe der Woche machen, glaube ich, dass, wenn es losgeht, halt alles schon installiert ist. Ich muss mal gucken, ob ich noch eine zweite Ladung Wäsche anschmeiße. Ich glaube, es ist nicht nötig. Unser neuer Trockner, der funktioniert sehr gut. Da muss ich gleich, aber hier ist ja ein Kondenstrockner, musste ich gleich mal das Wasser entleeren, denn das ist voll. Von gestern Nacht noch habe ich eine Maschine angesetzt. Und dann, es ist richtig dunkel hier bei uns im Haus. Der ganze Schnee hat unsere Dachfenster nämlich komplett abgedeckt. Hier oben. Ja, jetzt sieht man, wie dreckig die sind. Ich habe die geputzt noch vor dem Sommer. Und dann, ja, durch die Bauarbeit nebenan sieht das wieder katastrophal aus. Habe mich da jetzt aber noch nicht mehr dran gestört. Denn ja, solange die hier nebenan nicht fertig sind mit den Bauarbeiten, putze ich keine Fenster auf dem Dach. Jetzt sowieso nicht mehr in der Schwangerschaft. Hier muss ich gleich aufräumen, denn das sieht wieder katastrophal aus. Ach, ich habe noch gar nicht meinen Adventskalender geöffnet. Ich habe hier einen Adventskalender von meiner besten Freundin bekommen. Und heute ist der... Kommst du mir helfen, Lucy? Heute ist der 11. Ne? Dann müssen wir mal Nummer 11 hier raussuchen, dann gleich aufmachen. Wo ist die denn? Hier ist die Nummer 11 und sie hat draufgeschrieben, nicht die teuersten, aber super bequem. Hat Emilian ganz lange getragen. Emilian ist der Sohn meiner Freundin. Der ist jetzt mittlerweile 1,5 und ich bin schon sehr gespannt. Ist mega groß und weich.
vielleicht wieder irgendwelche Klamotten. Ich bin dann gespannt. Ich mach. Ach nein, krass. Oh, krass, sie hat mir Schuhe gekauft in dem Kleinen. Oh, wie süß. Größe 22. Das ist immer ein heftiges Adventskalendergeschenk. 22. Wann tragen die Kinder das? Da bist du schon relativ groß, oder? Mit einem Jahr? Ich bin gerade so unmotiviert. Ich habe gerade wieder so ein Tief. Ich habe heute Nacht auch wieder nicht so gut geschlafen, da wir die Katzen drin gelassen haben, da gestern Abend so ein mega Sturm war. Normalerweise schlafen die nämlich draußen und das sind die schon immer so gewöhnt. Deswegen ging es. Und sie haben auch keinen Krach gemacht, aber sie kamen doch immer wieder in unser Schlafzimmer rein, was sie eigentlich nicht dürfen. Das wissen die eigentlich auch, aber ja, deswegen bin ich ein paar Mal aufgewacht heute Nacht. Aber ja, die wollen auch gar nicht raus, denn draußen ist halt mega das Schnee und das mögen die gar nicht. Aber ich würde mal versuchen, vielleicht einmal kurz in den Garten rauszugucken und vielleicht kommt Lucy ja mit mir mit. Willst du mal mit mir rauskommen, mein Schatz? Ja. Komm mal, wenn ich muss hier, oh Gott, das kann man ja keinen zeigen. Ich muss das nämlich hier mal in die grüne Tonne bringen. Ja, das sind natürlich auch die perfekten Schuhe jetzt hier, um den Schnee rauszugehen. Kommst du mit? Komm mal mit. Wie kriege ich den Deckel da jetzt auf? Ja, geh mal rausgucken. Was ist das? Schneiders draußen? Hey, dir macht das gar nicht so viel aus, wa? Oh doch. Schnell wieder. Ich werde jetzt als allererstes erstmal die Küche ein bisschen aufräumen. Ach so, und einen Himbeerblättertee wollte ich mir auch gleich nochmal machen. Denn ich bin jetzt ja in der 37. Schwangerschaftswoche und ich habe jetzt am Wochenende schon mit angefangen, am Samstag, also zwei Tage vor der 37. Schwangerschaftswoche, aber das macht ja eigentlich auch nichts, denn ich wollte ab jetzt jeden Tag einen Himbeerblättertee trinken, beziehungsweise halte ich mich so an eine Liste, die ich gefunden habe, die 37. Schwangerschaftswoche, jeden Tag eine Tasse Tee und dann in der 38. Woche mache ich eine Woche Pause. Und dann ab der 39. Schwangerschaftswoche kann man 4 bis 5 Tassen am Tag trinken. Also da werde ich mir eine Kanne pro Tag machen. Und das soll ja bewirken, vielleicht, dass der Muttermund ein bisschen weicher wird und dass die Geburt schneller und unkomplizierter vielleicht auch zustatten geht. Und deswegen ja, mache ich das. Ich habe den schon mal getrunken. Es schmeckt nicht schlecht. Ich packe da ein bisschen Honig rein, dann ist es ein bisschen süßer und ein bisschen leckerer. Es schmeckt für mich wie ein normaler Kräutertee eigentlich, also nicht schlecht, nicht wirklich super lecker, aber es ist auf alle Fälle okay. So schaut er übrigens aus, also sehr, ja, seltsam. Ich benutze dafür immer so ein Teesieb, das ist von IKEA gewesen und das ist eigentlich ganz praktisch, das ist auch so die richtige Menge. Ein Teelöffel, da mache ich mir das hier immer so rein und das reicht dann auch schon. Kann ich das hier oben raufpacken und dann schwimmt das hier gleich im Becher rum. Und das Ganze lasse ich jetzt so 5 bis 10 Minuten lang ziehen. Im Topf. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Und das habe ich eingeweicht und so das Gröbste erstmal weggemacht. Aber man kann das perfekt sauber machen mit so einem Zauberschwamm. Die gibt es ganz verschiedene. So, die kennt ihr bestimmt, solche weißen Schwämme. Und da muss man den nämlich überhaupt nicht stark schrubben oder kratzen, sondern das lässt sich ganz, ganz einfach, hier, ihr seht das vielleicht, ganz, ganz einfach mit so Zauberschwämmen entfernen. Ihr habt es vielleicht gesehen, ich habe echt nicht viel geschrubbt und der Topf ist wieder sauber. Damit bekommt man übrigens auch so super solche Kalk- oder Wasserflecken in Töpfen weg. Kann ich echt empfehlen. Ist soweit erstmal wieder in Ordnung. Ich muss hier gleich nochmal befegen und hinterher vielleicht auch nochmal durchsaugen. Aber ansonsten ist der erste Teil schon mal wieder geschafft.
unser Tiger. Du möchtest heute auch überhaupt gar nicht raus, ne? So ein ekliges Wetter. Ich werde mich jetzt mal 10 Minuten ausruhen, meine Füße hochlegen. Ups. Denn die schwellen gerade wieder komplett an. Ich fühle das halt, wenn ich jetzt so lange auf dem Bein bin, dass die echt dick werden, meine Füße. Und das ist echt unangenehm. Dabei werde ich hier meinen Himbeerblättertee trinken und vielleicht ein oder zwei YouTube-Videos schauen. Und dann kann ich euch noch zwei Sachen zeigen. Oh mein Gott, ich glaube, es ist eine Stunde später und ich könnte echt auf der Couch einschlafen. Und ich glaube, dass ich das auch gleich oder später machen werde. Einfach mal einen kleinen Mittagsschlaf, beziehungsweise Nachmittagsschlaf wird das dann schon sein. Mein Baby hat sich die ganze Zeit so schön bewegt in meinem Bauch. Er sitzt übrigens immer mit seinen Füßen hier genau unter meinem Rippenbogen. Jetzt ist es ganz okay, manchmal abends, ich weiß nicht, wie er das macht mit seinen Zehen oder mit seiner Hacke. Auf alle Fälle ist das manchmal richtig schmerzhaft schon. Und es fühlt sich an, als ob er wirklich so kratzt an der Innenseite, so an meinen Rippenbogen. Und das tut manchmal recht schon weh. Und mein Freund kann das auch sehr, sehr intensiv spüren. Aber irgendwie auch schön, weil man halt dann weiß, dass das alles in Ordnung mit ihm ist. Und ja, ich wollte euch aber noch mal zwei Dinge zeigen, ne? Oh Gott. Ich werde mir gleich auch erstmal einen Kaffee machen, um ein bisschen wach zu werden. Ja, ich wollte euch zwei Dinge zeigen. Und zwar habe ich mir einen Sitzball gekauft. Ich bin bei der Physiotherapie. So einmal die Woche bringt nicht wirklich was für meine Füßenlockerung halt. Sie hat mir so ein paar Übungen auf dem Ball gezeigt und sie probiert halt so meine Hüfte so ein bisschen wieder in Ordnung zu bringen, was nicht wirklich hilft. Der Osteopath hilft mir da ehrlich gesagt ein bisschen mehr, aber ja, ich kriege dann halt auch eine Massage bei der Physiotherapie, deswegen ist das gar nicht so schlecht. Aber deswegen bin ich da auch nur einmal die Woche. Und ich werde mir aber auf alle Fälle vor der Geburt, so in den letzten zwei Wochen vor der Geburt, auf jeden Fall noch ein oder zwei Osteopathentermine machen, dass er meine Hüfte einrenken kann. Das macht die Physiotherapie nämlich nicht. Aber dass meine Hüfte halt eingerenkt ist, dass die für die Geburt vielleicht weniger schmerzhaft sein wird. Aber, um wieder auf den Ball zu kommen, bei der Physiotherapie hat sie mir halt einen Ball empfohlen, auch für zu Hause. Ich wollte sowieso einen haben, denn jetzt halt zum Sitzen für Übungen machen ist nicht schlecht, jetzt halt in den letzten Wochen der Schwangerschaft. Auch während der Geburtsphase. Ich werde ja die erste Zeit der Geburtsphase hier zu Hause verbringen mit der Hebamme zusammen. Die kommt dann zu mir nach Hause und bis ich so auf 6-7 cm Öffnung bin des Gebärmutterhalses, dann fahren wir erst ins Krankenhaus. Ja, deswegen wird da vielleicht der Ball auch gar nicht schlecht sein. Und hinterher mit dem Baby, habe ich gehört, soll das auch ganz gut sein, weil wenn das Baby unruhig ist, schaukelt man das ja immer so ab und so hoch und runter. Und wenn man da auf dem Ball sitzt, soll das sehr, sehr viel einfacher sein, weil halt der Ball dann mit wackelt und man muss nicht die ganze Zeit die Bewegung selber machen. Und da habe ich mir jetzt den Ball gekauft. Ich habe den über Amazon bestellt. Ja, und zwar einen schwarz, beziehungsweise so ein Anthrazitgrau. Und ich fand den ganz cool. Der ist jetzt von Urban Fit. Und da wollte ich euch noch was zeigen. Und zwar ist hier in Belgien, ist es so üblich, dass man erstens mal Geburtskarten macht. Ich weiß, dass es in Deutschland auch üblich ist. In Belgien, glaube ich, ist das ein kleines bisschen anders. Da gibt es ganz, ganz viele Läden hier auch extra, die halt nur spezialisiert sind auf Geburtskarten und, wie nennt man das? Hier heißt das Sörgebohne, das ist sowas wie Taufzucker, so Taufmandeln ist das, glaube ich. Das kommt so ans Ehste ran. Und zwar bereitet man alles schon vor der Geburt, hat man die Karte schon ausgesucht. Das ist halt manchmal mit Foto, aber meistens ist es ohne Foto des Babys, wo halt alle Daten drauf kommen und die man an alle möglichen Verwandten und Freunde schickt. Da haben wir auch schon eine uns jetzt ausgesucht, vorbereitet und müssen halt hinterher nur, wenn das Baby da ist, die Daten richtig eingeben. Dann bestellt man das im Internet und ein, zwei Tage später ist es da und dann kann man halt alles abschicken. Und halt dann bastelt oder kann man es auch in Auftrag geben, aber dann ist es halt
ganz typisch, und jeder macht das hier, dass man halt solche Circa-Bohnen, das sind so ja, Süßigkeiten eigentlich, vorbereitet in so kleinen Säckchen und Tüten für die Gäste, die nach Hause kommen. Und denen gibt man halt so ein kleines Geschenk mit vom Baby sozusagen, wo auch der Name draufsteht dann. Und ja, und da habe ich schon ein paar vorbereitet und die wollte ich euch mal zeigen. Ist noch lange nicht fertig, da fehlt noch ganz viel, aber vielleicht interessiert es den einen oder anderen ja von euch. Jetzt erstmal hier hingestellt. Vielleicht kann ich die da einmal kurz rausholen oder vielleicht geht es auch so. Ist ein bisschen dunkel, oder? Ich hole sie mal raus. Wir haben unsere Karte auch so in dem Taupe- und Petrol-Design, deswegen, und mit einer Feder drauf. Deswegen, das war übrigens der Stuhl, der so knarrt. Deswegen habe ich das jetzt auch so gemacht. Ich muss es echt noch mehr bearbeiten als mögliche. Hier sind dann aber solche Zuckerbohnen drin und ich habe da halt so eine petrolfarbene Feder und eine andere Feder und hier ist so ein Schildchen und da muss ich dann später noch seinen Namen ausdrucken und darauf kleben, denn hier kommt dann der Name drauf stehen und dann gibt man sowas halt mit für Besucher, die zu Hause langskommen. Und dann meistens hat man dann nicht nur eine Tasche von, sondern damit es ein bisschen schöner aussieht, gibt es verschiedene Sachen davon. Und deswegen habe ich hier halt einmal so die Tasche. Dann habe ich hier solche kleinen Tütchen gemacht. Da muss ich auch noch ein Namensschild dran machen. Und mit so kleinen Smarties. Aber soweit erstmal dazu. Ich habe natürlich keine Ahnung, wie viel Besuch wir bekommen werden und so weiter. Man kann es auch alles in Auftrag geben. Das machen ganz, ganz viele, dass man halt in so ein Spezialgeschäft dafür geht. Und dass man halt sich so ein Set aussucht und die machen das alles für einen, die befüllen das, die bedrucken den Namen da drauf, aber es ist halt wirklich schon ziemlich teuer. Und da ich sowas ganz gerne bastel, habe ich gedacht, mache ich das selber. So, ich werde mir erstmal gleich einen Kaffee machen und dann wollte ich ein Brot backen, denn wir haben kein Brot mehr und ich wollte es wieder in unserem Brotbackautomaten backen und zwar ein Dinkelbrot. Und ich habe ja normales Dinkelmehl hier. Und auch Teffmehl und Sojamehl und ganz verschiedene Mehle. Und ich hoffe, dass es was wird später. Wie gesagt, erstmal werde ich mir einen Kaffee machen. Und ich kann die Milch echt richtig empfehlen. Ich finde die so lecker mit Mandel und Haselnuss. Und da ich Lust auf einen Winterkaffee habe, ich mag es da gerne, werde ich ein bisschen Zimt reintun und ein bisschen gemahlene Vanille. Das schmeckt richtig lecker. Und ich glaube, weil ich irgendwie ein bisschen Bock auf was Süßes habe, werde ich da ein kleines bisschen Ahornsirup mit zugeben. Das Ganze werde ich jetzt ganz kurz einmal erwärmen in der Mikrowelle. Und dann werde ich einfach einen normalen Kaffee, das ist der Barista-Kaffee von Dolce Gusto, der ist richtig lecker, der gefällt mir vom Geschmack her sehr gut. Boah, Leute, wenn ihr das riechen könntet, der riecht so lecker durch den Zimt, durch die Vanille, durch den Ahornsirup. Richtig, richtig gut und besser als so mancher Starbucks-Kaffee. Ich brauche einfach nur 300 ml Wasser, 550 Gramm Dinkelmehl. Ich werde ein bisschen mixen vom Mehl her. Ein Päckchen Trockenhefe, ein Teelöffel Zucker und 2 Teelöffel Salz und das war's. Aber ich werde noch ein bisschen hier und da variieren. Und ich finde sowieso, dass selbstgebackenes Brot das Beste überhaupt ist, wenn es dann so frisch aus dem Ofen kommt oder aus der Maschine. Oh, das ist so lecker. Ich werde mir erstmal 300 ml kaltes Wasser abmessen. Okay, und dann werde ich ein paar Körner mit reingeben. Das ist einfach so eine Körnermischung mit Leinsamen, Sesamsamen, Mohnsamen und Sonnenblumenkerne und Hirse. Ich weiß, dass ganz viele auch mit dem Brotgewürz ihr Brot backen. Ich habe das noch nie gemacht, aber ich habe gerade gelesen, dass das Kreuzkümmel, Koriander, Anis und Fenchel, glaube ich, ist. Deswegen werde ich ein bisschen ja, Kreuzkümmel einfach so mit reingeben. Ich werde auch ein bisschen Koriander mit reingeben. Die anderen Sachen habe ich so nicht, Anis und so, aber ein bisschen Ingwer. Und das war's. Und ich werde jetzt das Brot auf einen schnellen Backzirkel einstellen und dann mal gucken, wie es ist, ob es was wird. So.
und ich hätte gerne ein Dark Crust. Und dann hoffe ich, dass es was wird. Mein Freund hat gerade angerufen, es ist jetzt 4:30 und er kommt jetzt schon nach Hause, denn jetzt gerade im Moment schneit es nicht und heute Abend soll es wieder richtig heftig anfangen zu schneien und die Straßen sind überhaupt nicht freigeräumt. Und deswegen kommt er jetzt schon nach Hause, dass er noch im Hellen nach Hause kommen kann, was sehr gut ist. Freunde von uns haben vor einer Woche, 1,5 Wochen, das ist jetzt schon glaube ich her, oder fast schon 2 Wochen, morgen vor 2 Wochen, haben sie ihr zweites Baby bekommen und eigentlich wollten wir da morgen Nachmittag hin oder morgen frühen Abend. Aber er wollte mal probieren, ob wir jetzt vielleicht auch schon vorbeikommen könnten. Er wollte mal gucken, ob er seinen Freund erreichen kann. Habe ich gerade eben übrigens meinen Freund gesagt? Mein Mann. Ich muss meinen Mann sagen. Mein Mann kommt jetzt nach Hause. Ist immer noch so ungewohnt für mich. Wir sind jetzt seit einer guten Woche verheiratet. Und ja, wenn man 12,5 Jahre davor immer meinen Freund gesagt hat, ist es irgendwie doch eine ziemliche Umstellung zu switchen, aber eine sehr, sehr schöne Umstellung. Auf alle Fälle kommt mein Mann jetzt nach Hause und dann gehen wir vielleicht gleich auf Babybesuch. Freue ich mich schon drauf. Deswegen würde ich sagen, ich blende euch jetzt mal ein, ob das Brot was geworden ist oder nicht. So sieht das Brot jetzt aus und ist richtig gut geworden. Wir haben es noch nicht probiert, aber sieht sehr, sehr lecker aus. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich für heute für euch. Ich glaube, dass dieses Video ein extra Video wird, also nicht Mittwoch oder am Sonntag hochgeladen wird. Heute ist Montag. Ich habe für Mittwoch und für Sonntag schon ein Video geplant. Jetzt am Mittwoch wird nämlich mein Schwangerschaftsupdate kommen von der 35. und 36. Woche. Und am Sonntag kommt mein Kliniktaschenvideo online. Deswegen werde ich dieses Video mal gucken, wo ich es einbaue. Vielleicht am Freitag. Das wäre eine Idee. Und ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Einfach mal so ein bisschen, ja, ein extra Video mit durch meinen Alltag. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Tschüss!